Die Meldungen über den Raketeneinschlag in Polen erreichten viele der Staats- und Regierungschefs beim Abendessen des G20-Gipfels auf Bali, der nun zu Ende gegangen ist. Trotz Meinungsverschiedenheiten einigte man sich in der Abschlusserklärung unter anderem darauf, dass die meisten Mitglieder der G20 den Krieg in der Ukraine verurteilen. Zu Fragen der Energiesicherheit und des Klimawandels konnten dagegen kaum Fortschritte erzielt werden. Die Gruppe steht für 80% der weltweiten Wirtschaftskraft und 60% der Weltbevölkerung. Gelöste Stimmung beim festlichen Abendessen. In bunten, landestypischen Batikhemden treffen sich die G20-Staatenlenker am Fuße einer über 100 Meter großen Statue des Hindu-Gottes Vishnu. Verehrt als Kämpfer gegen Dämonen und Erhalter der Welt. Ein Leitmotiv vielleicht auch hier auf Bali? Die Dämonen des Krieges in Europa konnten hier zwar nicht vertrieben werden, doch immerhin enthält die Abschlusserklärung des Gipfels die Passage, die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste. Die erstaunlich klaren Worte, die wir hier gefunden haben, wären nicht möglich gewesen, wenn nicht wichtige Länder mitgeholfen hätten, dass wir auch so zueinander kommen. Dazu zählt Indien, dazu zählt auch zum Beispiel Südafrika. Russlands Position wird in der Erklärung mit dem Satz berücksichtigt, es gab andere Auffassungen und unterschiedliche Bewertungen der Lage, so der Gastgeber, der indonesische Regierungschef Joko Widodo. Der russische Präsident steht mit seiner Politik in der Welt fast alleine da. Er hat keine starken Bündnispartner. Weiterhin heißt es im Papier, der Einsatz von Atomwaffen sowie schon die Drohung damit seien unzulässig. Auch diesen Passus trug Moskau mit. Dabei war der Hauptadressat Präsident Putin gar nicht anwesend und sein Vertreter Außenminister Lavrov schon Stunden bevor die Abschlusserklärung verabschiedet wurde, abgereist. So rutschten beim G20-Gipfel andere wichtige Themen in den Hintergrund. Im Kampf gegen die Erderwärmung wurde beschlossen, mehr Geld aufzuwenden. Immerhin sind diese 20 Staaten für 80% der Kohlendioxidemissionen weltweit verantwortlich. Als Zeichen pflanzen die Staatenlenker zusammen Mangrovenbäume. Die wachsen im Salzwasser in warmen Küstenregionen und können viel Kohlendioxid speichern. Eine hocheffektive, sogenannte naturbasierte Lösung. Doch es gibt immer weniger von ihnen. Die Botschaft der 20 reichsten Nationen beim Treffen auf der paradiesischen Urlaubsinsel Bali: Hoffnung säen. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist mit uns verbunden. Guten Abend, Herr Keim. Guten Abend. Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis aus diesem Gipfel? Also ich glaube, das Überraschendste, und da bin ich, glaube ich, nicht ganz alleine, war, dass der Gipfel doch eine vergleichsweise klare Position zum russischen Krieg gegen die Ukraine gefunden hat. Das war nicht so im Vorfeld zu erwarten. Und trotz der existierenden und auch weiter bestehenden Differenzen zwischen Norden und Süden im globalen Maßstab ist es doch gelungen, eine vergleichsweise klare Position der Verurteilung zu finden, die man hätte sich noch klarer wünschen können. Aber dass es überhaupt gelungen ist, eine gemeinsame Position zu finden, das finde ich wirklich das überraschende und sehr positive Ergebnis des Gipfels. Ist das ein Momentum, das die Zusammenarbeit der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auch über diese Konferenz hinaus prägen könnte? Ich würde sagen, punktuell. Wir sehen, dass es zumindest gelingt, Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Das ist bei den Plenarsitzungen deutlich geworden. Das ist mit der Abschlusserklärung deutlich geworden. Das ist meines Erachtens aber vor allen Dingen bei den bilateralen Gesprächen deutlich geworden. Allen voran das Treffen zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Präsidenten, was ja doch gekennzeichnet war von, trotz aller Differenzen bemühen wir uns gemeinsam um gemeinsame Interessen und gemeinsame Kooperation. Das mag punktuell sein, die mag wenig politisch aufgeladen sein, die ist häufig technisch, aber in einer solchen Welt, in der wir leben, ist das ein gutes Zeichen. Und so würde ich mir die G20 auch für die Zukunft vorstellen, als eine Plattform, die nicht alles ermöglicht, aber doch punktuelle Kooperation befördert. Bundeskanzler Scholz wurde stark kritisiert, dass er im Vorfeld China besucht hat. War das vielleicht trotzdem die richtige Strategie für ihn? Ich würde so beantworten. Was im Falle des amerikanischen Präsidenten richtig gewesen ist, kann beim Bundeskanzler nicht ganz falsch gewesen sein. Losgelöst von den Differenzen innerhalb der Bundesregierung, da gibt es ja doch sehr unterschiedliche Haltungen, sehr unterschiedliche Positionen zu China, ist, glaube ich, das Bemühen, trotz der globalen Rivalität, trotz des globalen Wettbewerbs mit China,
immer wieder nach Möglichkeiten der Kooperation zu suchen, nach Zusammenarbeit, sei es die Bekämpfung des Klimawandels, sei es Frage des Welthandels oder vieles andere mehr, doch, glaube ich, fruchtbar und notwendig. Und in diesem Sinne, finde ich, muss der Bundeskanzler sich nicht verstecken. Mhm. Gerade Länder wie das Gastgeberland Indonesien gewinnen an Einfluss. Was bedeutet das für den Westen? Also ich glaube, Sie können das Argument weiterführen, dass der Westen an Einfluss verliert. Und das ist nicht eine Neuheit, die mit diesem G20-Gipfel einhergeht, sondern wir sehen das. Und überhaupt, dass es etwas wie G20 gibt, markiert ja eine globale Gewichtsverschiebung. Der nächste Präsident und die nächste Präsidentschaft hat jetzt Indien sozusagen eine Doppelpräsidentschaft aus dem globalen Süden. Das markiert einfach, dass egal, ob man sich die Bevölkerungszahl anschaut, die ökonomischen Kennziffern, das politische Gewicht, der globale Süden einfach mehr in die Waagschale wirft, aufgeholt hat. Und das markiert eine gewisse Zeitwende auch in der internationalen Politik. Die Zeiten, wo der Westen, die USA alles dominiert haben, sind endgültig vorbei. Und neue Institutionen wie G20 versuchen, dem Rechnung zu tragen. Ich glaube, diese Entwicklung ist erstmal unumkehrbar. Vielen Dank. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sehr gerne. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all.